Hallo, wir sind heute wieder an der HMT hier in Rostock und ich fand das beim ersten Mal schon so krass, wie die ganzen Studenten für ihr Studium gebrannt haben. Deswegen schauen wir uns heute an, was macht die Ausbildung hier so besonders? Deswegen treffen wir uns nachher mit einer Studentin, die ja schon seit 5 Jahren studiert und wir schauen uns auch an, wie komme ich überhaupt an die HMT Rostock? Wie läuft die Eignungsprüfung ab und ein Professor sagt uns, worauf wird da geachtet und was ist wichtig? Hier an der HMT sind heute Eignungsprüfungen. Konstantin hat jetzt vor sich. Weißt du, was auf dich zukommt? Also ich bewerbe mich für ein Klavierstudium und dementsprechend muss ich natürlich auch Klavier spielen als Hauptfach. Und aber daneben ist auch Musiktheorie und Gehörbildung gefragt. Also morgen sind da die nächsten Prüfungen, falls ich bestehe. Du wirst bestehen. Jetzt ist die Frage nur, wie lange hast du dich hierauf vorbereitet? Man bereitet sich sein ganzes Leben sozusagen vor. Also man spielt seit Jahren sein jeweiliges Instrument. Und das ist jetzt so der Schritt von einer vorigen Ausbildung zu einem weiterführenden Studium an einer Hochschule. Das hier sind Leander und Basti, die sind Schauspieler, ne? Schauspieler, ja. Studiert ihr hier? Ja, aus dem ersten Jahr. Kenne ich euch aus dem Fernseher? Noch nicht. Okay, wann seid ihr im Fernseher zu sehen, Basti? Mal schauen, vielleicht schon in einem Jahr, vielleicht in 4 Jahren, vielleicht auch gar nicht, vielleicht noch nur auf der Bühne. Das heißt, ihr könnt quasi dann als Bühnenschauspieler, aber auch im TV arbeiten, wo ihr halt wollt. Wie wir wollen und wo wir wollen, genau. Warum hast du dich entschieden, hier an der HMT zu studieren und nicht irgendwo anders? Ist ja besonders hier. Sehr besonders sogar. Es ist eine Hafenstadt, wunderschönes Klima und dazu noch sieht es aus wie Hogwarts hier. Das ist Professor Kirschnereit, der unterrichtet hier an der HMT Klavier und ist auch bei der Eignungsprüfung dabei. Sagen Sie mal kurz in ein, zwei Sätzen, wie läuft für mich jetzt so eine Eignungsprüfung ab, wenn ich mich hier beworben habe? Sie spielen verschiedene Stilepochen, was aus der Barockzeit, meistens Johann Sebastian Bach, was aus der Wiener Klassik, meistens Beethoven, Mozart, Haydn, irgendwas aus der Romantik, was aus dem 20. Jahrhundert, spielen hier 2, 3, manchmal 4 Stücke und am Ende des Tages entscheidet die Jury, ob sie dann einen Studienplatz bekommen oder nicht. Wenn ich mich verspiele, wird mir dann der Kopf abgerissen oder fliege ich durch? Überhaupt nichts. Eine nette Atmosphäre, wirklich sehr menschlich und wir versuchen auch der Aufregung Genüge zu tun und dass alle sich auch halbwegs wohlfühlen. Und entscheidend ist, finde ich, die künstlerische Persönlichkeit, dass sie wirklich etwas sagen wollen und dass man das Talent merkt, auch wie sie mit dem Instrument umgehen, dass sie also, es muss nicht alles perfekt sein, aber es muss Potenzial erkennbar sein. So, jetzt haben wir gerade gesehen, wie das mit der Eignungsprüfung hier läuft. Die hat man im besten Falle bestanden und ist dann Student hier an der HMT, wie Ann-Christine. Grüß dich. Hallo. Sie ist seit 5 Jahren hier, macht jetzt ihren Master. Und wie kann ich mir das vorstellen, eine musikalische Ausbildung im Rahmen von einem Studium? Sitzt man dann ganz oft im Hörsaal und hört sich Theorie zu den Instrumenten an oder was macht man da? Also der Hauptteil ist eigentlich praktisch. Und zwar, man hat 90 Minuten in der Woche Hauptfachunterricht, also Geigenunterricht. Und in den ersten 4 Semestern auch Klavierunterricht. Das schließt man dann ab im 4. Semester. Ansonsten hat man auch Vorlesungen in Musikgeschichte, in Werkanalyse. Also man analysiert da Stücke und über Literaturkunde haben wir auch was und auch Musikpsychologie, Musikdidaktik. Jetzt hat man ja über die Hochschule hier auch die Möglichkeit, als Solistin mit einem professionellen Orchester zusammenzuarbeiten. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe das schon mal gemacht. Im 1. Semester schon hatte ich die Möglichkeit und habe Beethoven-Violinkonzert mit Orchester gespielt. Ja. War geil, oder? Ja, hat Spaß gemacht. War eine schöne Erfahrung. Was ist es dann dein persönliches Ziel, wenn du fertig bist? Also ich würde gerne im Orchester spielen und nebenbei auch gerne unterrichten. Das ist Markus, der studiert hier Schauspiel. Wir sind hier gerade reingeplatzt in sein Sprechtraining. Warum hast du als Schauspieler Sprechtraining? Du kannst ja sprechen, habe ich gehört. Klar, jeder kann sprechen, aber es geht ja in dieser Ausbildung irgendwie viel um Bühne, also auf der Bühne sprechen. Und da muss man natürlich einen Raum füllen können und irgendwie viele Menschen bis in den 2. oder 3. Rang sich verständlich machen, den Menschen gegenüber sich verständlich machen. Und das ist so dann diese quasi die einfache Übung. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich nicht einfach nur Text spreche, sondern auch ein Gefühl mit diesem Text habe.
Das war's heute von der HMT Rostock. Hier kannst du Schauspiel, Lehramt, diverse Instrumente und Gesang studieren. Wir haben uns heute angeschaut, wie kommt man überhaupt an die HMT, wie ist die Eignungsprüfung und vor allem auch, wie ist die Ausbildung im musikalischen Bereich hier. Alle weiteren Infos zur HMT Rostock findest du auf der Webseite, die wird dir hier eingeblendet.